Hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Tutorial quer durch das Internet. Vor einiger Zeit kam eine Frage rein, in der darum gebeten wurde, dass ich doch mal zeigen soll, wie man ein Mosaikbild in Adobe Premiere Pro oder After Effects erstellt. Allerdings dachte ich mir an dieser Stelle, wäre es vielleicht auch mal nützlich, einfach zu zeigen, wie ich denn aus einem normalen Bild ein Mosaikbild machen kann, denn das sieht ja vielleicht zuletzt, vor allem nach dem letzten Urlaub, auch gar nicht mal so schlecht aus. Damit ihr das ganz schnell und einfach haben könnt, braucht ihr dafür ein Programm, das nennt sich Photomosaic Adder. Download-Link findet ihr in der Beschreibung. Gibt sowohl für Linux, Apple als auch für Windows. Und ich habe mir jetzt einfach mal das Ganze für Windows runtergeladen. Installation, denke ich, muss ich nicht erklären, so schlau seid ihr schon. Und fangen wir einfach mal an. Zunächst müssen wir eine Datenbank erstellen. Eine Datenbank ist gleich ein Lager für unsere Bilder, aus denen ja Photomosaic Adder zugreifen kann, um sie dann mosaikscheibchenmäßig auf unser richtiges Bild zu legen. Das heißt, wir klicken auf Datenbank erstellen. Wenn wir noch keine haben, in dem Fall starten wir ganz bei neu, nenne ich die einfach mal, ja, wie nenne ich sie denn? Ich nenne sie Urlaub, denn es sind Urlaubsbilder. Auf Weiter. Und dann kann ich sie mir entweder ja, von Flickr ziehen oder von einem Platz auf meiner Festplatte. So wird es ja meistens sein, ihr habt die Bilder meist auf dem Computer. Klicken wir auf Weiter. Müssen wir nun den Speicherort auswählen, in dem Fall ist das bei mir Desktop und dann London, denn das ist der letzte London-Urlaub und da sind ungefähr 770 Bilder oder so drin. Hier könnt ihr noch weitere Optionen einstellen, zum Beispiel wenn ich Unterordner habe, dass daraus auch Bilder gezogen werden können, ob versteckte Dateien mit dazugenommen werden soll, denn Windows kann die besser durchforsten als wir, auch wenn wir die nicht sehen, kann das Programm ja durchaus Daten daraus ziehen. Und ich kann einstellen, ob die Bilder synchronisiert werden sollen mit der Datenbank. Dann wird zum Beispiel überprüft, ob das Bild schon drin ist und dann habe ich es letztendlich nicht zweimal in der Datenbank. Im nächsten Schritt müssen wir einstellen, wie viel Pixel diese Bilder in der Datenbank haben sollen. Und das ist dann eine Sache, die ihr selbst einstellen müsst. Natürlich dauert das Ganze mit mehr Pixeln und einer besseren Auflösung länger. Dafür hat man meiner Meinung nach später bessere Ergebnisse und die Bilder, diese kleinen Mosaikstückchen, kann man zum Teil dann doch noch besser erkennen. Deswegen, ich habe es auf sehr hoch gestellt. Man kann es aber auch durchaus hier in der Mitte lassen und das funktioniert auch, aber da müsst ihr ein bisschen selbst rumprobieren. Dann könnten wir eine Vorschau anzeigen, das heißt, uns wird jedes Bild, das in die Datenbank gelegt wird, einzeln angezeigt. Ich lasse das jetzt einfach mal raus, dann geht es ein bisschen schneller und dann klicken wir auf Starten und lesen einfach mal die Bilder ein. Hier sehen wir, dass das 776 sind. Und das wird jetzt 2-3 Minuten dauern und sobald das fertig ist, werde ich euch wieder dazu holen. Gut, 2-3 Minuten war vielleicht ein bisschen untertrieben, das dauert schon so 7-8 wahrscheinlich, je nachdem wie viele Bilder man benutzt. Aber meine Datenbank ist jetzt fertig, steht hier und ich kann wieder zum Anfang zurückkehren. Ganz wichtig dabei ist, dass meine Datenbank nie vollständig geschlossen ist, das heißt, ich kann sie auch wieder bearbeiten, hier unten, und zum Beispiel Bilder hinzufügen oder rausnehmen, wenn ich das möchte. In diesem Fall sind wir damit aber zufrieden und gehen wieder einen Schritt zurück ins Hauptmenü. Da wir nun unsere Datenbank haben, auf die unser Mosaikbild ja zugreifen muss, können wir nun das Mosaikbild erstellen. Da sehen wir jetzt, dass wir theoretisch mehrere Auswahlfunktionen haben, praktisch allerdings nicht, denn wir haben nur das klassische Mosaik, wo wirklich Bildchen an Bildchen gereiht ist und die anderen, zum Beispiel mit einem Parkettmuster oder dass es ein bisschen überlappt, auch Chaos-Style genannt, habt ihr nur in der Professional-Version. Und die müsst ihr euch kaufen. Deswegen bleiben wir heute bei dem klassischen Mosaikbild und gehen auf Weiter. Und müssen dann hier zunächst einmal unser Bild auswählen, unter Öffnen. Kann ich mir das nun raussuchen? Das müsste dieses Bild sein. Genau, das ist es. Das typische Standardbild, das ich auch mal zum Bearbeiten nehme. Dann kann ich sagen, ich kann das als ein Bild ausgeben lassen oder es wird mir unterteilt in Pixel. Macht aber meistens keinen Sinn, weil man möchte ja eigentlich immer ein Bild haben. Das heißt, wir lassen das auf Komplettbild und müssen unter Auswählen nur noch einen Speicherort und Speichername angeben. Ich nehme dafür einfach mal Mosaik, bietet sich ja ganz gut an. Speichern und wieder einen Schritt weiter. Wir könnten hier noch Sources erstellen, also eine extra Datei, die man dafür nutzen kann, um zu gucken, hier steht es ja auch, welche Kacheln wo verwendet wurden. Braucht man jetzt in der Regel nicht, aber für die Profis unter euch, die gern mal so ein Mosaik auseinanderpuzzeln wollen, die können das gerne auch anklicken. Machen wir auf Weiter, kommen wir nun in die Datenbankauswahl und wir sehen ja, ich habe hier 776 Bilder drin. Dazu sei jetzt gesagt, um ein richtig gutes Mosaik zu erstellen, braucht man wahrscheinlich zwischen 3.000 und 5.000 Bilder, denn
Je nachdem, wie viele Bilder wir gleich verwenden, haben wir manche sehr oft doppelt. Und wir werden am Ende noch ein kleines Problemchen sehen, denn es ist oft so, dass man für bestimmte Hauttöne oder halt für bestimmte Farbtöne nicht genug Bilder hat. Und da werden dann manche Bilder öfter genommen und das sieht halt an diesen Stellen dann halt nicht unbedingt immer mosaikbildmäßig aus. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine große Datenbank zu erstellen, dann nehmt wirklich so viele Bilder rein wie möglich. In dem Fall nehme ich einfach meine rund 770 Bilder, gehe auf Weiter und muss nun mein Format auswählen. Hier kann ich jetzt auswählen, wie groß mein Bild im Endeffekt werden soll, Postergröße oder DIN A3, DIN A4 etc. Wir können das Ganze einfach mal auf die Postergröße machen. Hat dann halt den Vorteil, dass man die kleinen Mosaike durchaus auch noch besser sehen kann, weil halt die Gesamtgröße ja doch sehr, sehr groß ist. Hier sehen wir auch, dass das Ganze dann um die 19 Megapixel wird und daran sieht man halt auch, dass da mehr Bilder drin verbaut sind. Damit das Programm nun auch weiß, wie viele Bilder es dafür verwenden darf, müssen wir ihm das natürlich noch vorgeben. Und das heißt dann auch, umso weniger Bilder ich benutze, umso größer sind die natürlich nachher auch. Und das Problem ist, dass man dann vielleicht auch die Konturen oder je nachdem, was man hat, dann nicht mehr so gut sehen kann. Das heißt, ja, man sollte schon eine gewisse Anzahl an Mosaikstückchen nehmen. Das Gute ist, ich würde es euch immer raten, gebt hier eine Zahl ein und klickt einfach mal auf Vorschau. Dann wird euch live kurz vorgerechnet, wie groß dann die Pixel oder wie groß die Bildchen sind. Und da kann man dann sehen, hier werde ich später wahrscheinlich keine einzige Kontur mehr erkennen. Das heißt, wir gehen einfach mal auf 2000 Bilder und klicken nochmal auf Vorschau. Und dann würde ich sagen, mit dem Ergebnis kann man ganz gut arbeiten. Das Format lasse ich in dem Fall Querformat, weil das hatte das Bild auch. Wenn ich das jetzt umstelle, hätte ich davon eigentlich nichts. Klicken wir auf Weiter. Kommen wir nun noch zu den letzten Optionen. Was hier sehr wichtig ist, ist die Auswahl, wie oft denn unsere Bilder wiederholt werden dürfen. Natürlich muss ich beachten, wenn ich 700 Bilder habe, kann ich nicht dafür sorgen, dass jedes Bild nur einmal wiederholt wird, denn dann komme ich nicht auf meine 2000 Bilder. Es bietet sich aber auch nicht an, jetzt hier nur 3 zu nehmen, denn dann hat das Programm zu wenig Auswahl. Denn am Ende muss es die letzten vielleicht 300-400 Pixel aus noch 500 verbleibenden Bildern füllen. Und die werden wahrscheinlich dann vom Farbton nicht passen und dann kann es sein, dass manche Bereiche einfach nicht schön aussehen, weil das Programm nicht die nötige Auswahl hatte. Also ich würde hier schon so 10 Mal zur Verfügung stellen. Probiert am besten ein bisschen rum. Ich würde auch sagen, ihr werdet das perfekte Mosaik nie beim ersten Mal schaffen. Ich habe auch zum Beispiel mal mit 10 probiert, mal mit 200, mal mit 100 und bis man dann ein Ergebnis gefunden hat, was einem einigermaßen gefällt, dauert es ein bisschen. Wir nehmen jetzt in diesem Fall einfach mal 20. Der Nachteil ist, wenn man es zu hoch setzt, dann kann es sein, dass das Programm später mehrere Bilder nebeneinander setzt. Aber das zeige ich euch gleich noch, möchte ich jetzt hier gar nicht so lang rumreden. Hier könnte ich jetzt noch erzwingen, dass jedes Bild mindestens einmal verwendet wird. Sehe ich jetzt aber gar keinen Sinn drin, denn ich kann auch auf Bilder verzichten, wenn die nicht mit drin sind. Sonst kann es eben sein, wenn ihr ein sehr helles Bild habt und ihr habt irgendwann nur noch dunkle Bilder zur Verfügung, dass das Programm die ja reinnehmen muss und dann sieht es unter Umständen auch nicht mehr so schön aus. Aber auch diese Funktionen stehen euch ja an sich hier gar nicht zur Verfügung, weil das ist wieder Professional-Version. Deswegen wollte ich es nur ganz kurz erklären, das untere lassen wir jetzt einfach mal weg, das ist total unwichtig. Klicken auf Weiter und können jetzt hier noch 2 Sachen einstellen. Einerseits können wir sagen, wie dick unser Rahmen sein soll um ein Bild. Das heißt, jedes Bild hat dann einen einzelnen kleinen Rahmen. Natürlich muss ich mindestens 1 Pixel eingeben, um auch die Rahmenfarbe zu bestimmen. In diesem Fall lassen wir einfach mal den Rahmen weg, denn den möchte ich nicht. Und im zweiten Schritt kann ich hier unten noch eingeben, ob zum Beispiel mein Originalbild auf das Mosaikbild gelegt werden soll. Das hat den Vorteil, dass ich mein Originalbild eben drüberlegen kann und so zumindest gewisse Konturen einwandfrei sehen kann. Und hier kann ich dann eben einstellen, wie sehr dieses Bild zu sehen sein soll. Gebe ich 100% an, sehe ich natürlich nur das Originalbild. Gebe ich 0% an, sehe ich es gar nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf 20% und testen das mal. Ich habe es vorher auf dem Wert auch noch nicht getestet. Und klicken auf Starten. Dann bekommen wir jetzt erst ein kleines Vorschaubild, wie wir das eben schon hatten. Wie viele Pixel und wie viele kleine Bildchen wir zur Verfügung haben. Und nun rechnet das Programm aus unseren Bildern ein schönes Mosaik. Wir sehen, wir kommen im Endeffekt auf 2025 Kacheln und das geht in diesem Fall auch
recht schnell. Er sucht sie sich zumindest schon raus. Und nun muss er das Ganze noch rendern. Ihr seht, wird um die 2 Minuten dauern. Wir sehen uns gleich wieder. Und fertig ist mein kleines Mosaikbild. Und hier haben wir jetzt noch 1, 2 Funktionen. Und wir wollen uns gleich das Bild noch angucken, um auch so ein bisschen Fehleranalyse zu machen. Denn man lernt aus jedem Mosaik dazu, wie man vielleicht die Einstellung noch ein bisschen anpassen sollte für sein individuelles Bild. Wir können hier in die Zoom-Ansicht, dann können wir die einzelnen Bilder angucken. Empfehle ich aber nicht, denn das Programm bleibt dabei ziemlich oft hängen, während es dann die neuen Bilder lädt. Und wir können das Ganze als Poster entwickeln, was allerdings Geld kostet. Aber dadurch finanziert sich dieses Programm unter anderem auch. In diesem Fall sind wir fertig, wir können auf Anfang gehen und wir können das Ganze auch mal zumachen. Und wir schauen uns nun unser neues Mosaik an. In diesem Fall sehen wir, dass das Programm wahrscheinlich zu wenig Bilder zur Auswahl hatte, denn in meinem Gesicht ist ziemlich viel Grau drin. Das heißt, ich hatte nicht genug Bilder mit so einem Farbton, wobei ich gar nicht weiß, was ich hier so fotografiert habe. Und so müsste ich halt beim nächsten Mal noch ein bisschen anpassen, dass ich manche Bilder vielleicht 1, 2 Mal mehr benutzen kann. Ich kann es vielleicht noch in einem anderen Bild zeigen, das ich hier gemacht habe. Da habe ich zum Beispiel das Problem, dass ich gewisse Sachen zu oft zugelassen habe und dann habe ich hier gewisse Bereiche zu oft. Also dann habe ich hier ein paar Mal den Arm, der so ein bisschen verbrannt war und es sieht dann halt auch nicht mehr schön aus. Deswegen ist es wie gesagt ganz wichtig, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt eine riesige Datenbank mit verschiedenen Bildern, denn umso größer ist die Chance, dass ihr eine gute Auswahl habt. Und manchmal kann es auch schaden, vielleicht von gewissen Farbtönen. Ihr seht ja, dass mir hier ein bisschen was fehlt oder auch im Dunklen, dass da sehr viele Bilder verballert werden müssen, die dann vielleicht nicht mehr anderweitig genutzt werden können, dass man vielleicht auch mal so ein paar dunklere Bilder reinschmeißt, einfach extra noch in die Datenbank, damit das Programm da einfach mehr Auswahl hat. Generell kann man damit aber gut arbeiten. Wie gesagt, es braucht so ein paar Versuche, bis das dann sehr, sehr gut aussieht, bis man damit zufrieden ist. Ich würde das zum Beispiel nochmal machen, weil ich gewisse Sachen einfach nicht so schön finde. Aber wie gesagt, probiert da mal ein bisschen rum und ich hoffe, ihr kommt da zu sehr guten Ergebnissen. Sollte dann auch nur mal wieder zeigen, wie es funktioniert, wie das Prinzip ist, damit ihr selbst damit gut arbeiten könnt. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit ihr in Zukunft auch keine Tutorials mehr verpasst. Und wie immer ganz wichtig, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, schreibt's in die Kommentare und ich drehe schnellstmöglich ein Video dazu. Bis dahin, euer Chavo. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann schau doch auch mal beim letzten oder einem zufälligen Tutorial rein.